Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Mitte März beschäftigt uns die Corona-Krise. Die beschäftigt uns alle. Vieles hat sich für uns geändert, auch die Arbeitssituation. Bis zu 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FH können im Homeoffice arbeiten und sind dann in einer ganz anderen Situation, dass ihr Rechner nicht mehr im Büro steht, sondern auf dem Küchentisch beispielsweise. Und in dieser anderen Situation ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass wir entspannt bleiben. Entspannt bleiben auch körperlich. Und um entsprechend ausreichend Bewegung auch im Homeoffice zu haben, habe ich Ihnen ein paar Übungen vorbereitet, mit denen Sie sich fit halten können, mit denen Sie sich entspannt halten können, mit denen Sie etwas für sich tun können. Fangen wir im Prinzip mit einer ganz einfachen Lockerungsübung an. Sie stehen, Beine schön schulterbreit auseinander und Sie bewegen den Kopf ganz locker. Ein bisschen rollen, nicht zu stark, es soll nicht wehtun, es soll Sie einfach ein bisschen auflockern. Die zweite Übung, die hilft, gerade was den oberen Rücken angeht, was den Nacken, was die Schultern betrifft, sind leichte Drehbewegungen hin von den Oberarmen ausgehend in die Schulter, vor und zurück. Die Arme hängen runter, sie sind völlig entspannt. Ebenfalls 30 Sekunden reichen. Und um diesen Schulter-Brust-Rückenpart abzuschließen, ohne Hilfsmittel, ohne dass Sie Sportkleidung tragen müssen, eine ganz einfache, sinnvolle, effektive Übung: verschränken Sie die Finger vor der Brust, stellen Sie die Hände aufrecht und ziehen Sie die beiden Arme auseinander. Das ist schon ein bisschen anstrengend, aber das ist okay, weil das Muskelpartien belastet oder in Anspruch nimmt, die Sie sonst beim Arbeiten am Schreibtisch, am Laptop, am Rechner nicht zu belasten. Durch Blutung ein bisschen ankurbeln, Spannung abbauen und ein bisschen locker in Bewegung kommen, im Anzug, ohne Sportzeug, da wo Sie gerade sind. Viele Übungen zum Lockerbleiben, zum Lockerwerden gehen ganz ohne Hilfsmittel. Einzelne sind ganz hilfreich, da brauchen wir Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dieses Theraband. Und da gilt das Gleiche, langsam und locker ein bisschen in Bewegung kommen. Das heißt, die Arme auseinander mit angewinkelten Ellenbogen. Wenn Sie stark sind, nehmen Sie es doppelt, auseinanderziehen und halten. Und Sie merken schon, dass das etwas anstrengender ist. Aber es ist gut, weil uns das entspannt, wenn wir uns nicht bewegen, dass man ein bisschen Kraft los wird. Sie können das Gleiche hinterm Rücken machen, und zwar sowohl im unteren Rückenbereich auseinanderziehen. Sie merken sofort, das geht jetzt in die Schultermuskulatur und Sie spüren, dass Sie Muskeln anspannen und benutzen, die Sie normalerweise am Schreibtisch nicht benutzen. Und das Gleiche gilt für eine schöne Abschlussübung, die so aussieht, dass Sie auf dieses Theraband draufsteigen mit beiden Füßen, beide Füße spreizen und das Theraband vor der Brust überkreuzen und halten. Das ist eine Sache jetzt für die Beine, das ist eine Sache für den gesamten Oberkörper, das merken Sie. Und Sie können wieder auseinandergehen, durchatmen und nochmal nach vorne. Auseinander, einatmen und zusammen. So, wir nennen das Active City Fitness. Active City heißt, wir sind eine aktive Stadt, eine Stadt, in der Sportbewegung eine große Rolle spielt. Nicht nur auf Sportanlagen, nicht nur in Sporthallen, nicht nur in der Freizeit, sondern eben auch im Beruf, im Alltag. Und mein Tipp an Sie, versuchen Sie es ein bisschen aus, unterbrechen Sie Ihren Arbeitsalltag für ein paar Bewegungen. Ich bin relativ sicher, Sie werden dieselbe Erfahrung machen wie ich. Sie fühlen sich besser.